Und generell, also wie du sagst, wenn man so rausgeht in den Wald, kenne ich auch viele Personen, die, ne, wenn man die dann fragt, wie war denn dein Sonntagsspaziergang oder so, und dann sagen die, ja, ja, und dann fragst du, und was hast du gesehen? Und dann sagen die einfach, ja, nix. Weil ja, stimmt, die haben ja halt kein Reh gesehen, die haben halt keinen Fuchs gesehen und schon haben sie per se einfach nichts gesehen. Und das Ganze bezeichnet man von lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ja, genau. Ja, das nennt man ja auch zum Beispiel Pflanzenblindheit. Und da gibt es auch ganz viele Studien zu, dass es wirklich so ist, dass es uns Menschen schwerfällt, Pflanzen wahrzunehmen, sofern sie nicht bunt blühen, weil es halt einfach unbewegte Organismen sind, ne? Und ich glaube, man darf auch von einer Pilzblindheit sprechen, weil Pilze sind wahrscheinlich noch unsichtbarer. Ne? Und gerade wenn sie keine Fruchtkörper haben, ja, für viele zumindest, ne? Ja. Die sehen dann vielleicht noch einen Fliegenpilz, weil der hat ja auch wieder eine leuchtende Farbe. Aber ja, die meisten Pilze bleiben für den Großteil im Verborgenen. Und wenn man dann solche Veranstaltungen macht, Workshops macht und man zeigt dann irgendwie ja, so Rindenpilze oder auch so Korallenpilz oder sowas, alles, was so relativ versteckt irgendwie wächst, dann sind die total perplex, ne? Und sagen, ach, den habe ich ja noch nie gesehen. Und dann auf einmal öffnet sich aber das Auge, ne? Man trainiert ja das Auge dann auch. Ja. Und irgendwann entdeckt man dann immer mehr Pilze. Und das macht halt dann auch richtig viel Spaß, ne? Ja, mega. Ja, kann ich bestätigen. Also ich finde es auch immer wieder einfach faszinierend, dann einfach das Auge auch darin zu schulen, einfach mal sich mal einfach hinzuhocken im Wald, wenn man mal ein bisschen ab vom Pfad geht und einfach mal guckt, was da alles wächst. Es ist krass. Also es ist einfach abgefahren, was man da alles sehen kann. Nach 2 Jahren jeden Freitag rausgehen, entdeckt man trotzdem immer noch irgendwas, was man nicht kennt. Und es gibt einfach so viel. Und gerade Wälder sind so komplexe Ökosysteme, in denen wir auch heute immer noch nicht alles verstehen und die ganzen Zusammenhänge nicht verstehen. Also an vielen Stellen sind da noch Fragezeichen. Das ist mega spannend. Ja, das macht es einfach total spannend.